war ich so aufgeregt, dass ich mich verschluckt habe. Ey, geh mal live hier, du Pello. Oh, jetzt habe ich sogar nicht mal geschafft, die Anmod zu machen. Ja, doch, geht schon. So. Nein, der arme Dobi ist mitten im Spendenaufruf unterbrochen worden. Apropos Spendenaufruf, es gibt einen neuen Donation-Sound. Zwischen 20 und 25 Euro gibt es ein wunderschönes Geräusch, was Emil letztens gemacht hat. Also, warum ist er denn jetzt schon wach? Okay, geht schon. Der ist gerade mega happy wach geworden, okay. Hier ist natürlich wieder nichts drin. Dieser arme Junge ernährt sich ausschließlich von Joghurt und Cerealien. Er hat doch sonst nichts. Hä? So, den Joghurt kauft er dann quasi, sobald er mit ihm interagiert, oder was? Was hat er jetzt? Warum? Warum rastet er denn so? Hey, warum isst er jetzt nicht? Ich hab einen Dudenbrock. Könntest du. Komm, dann gibt's Cerealien stattdessen. Dabei gibt's ein bisschen Dinner Conversation. Hallo? Immer ein bisschen freundlich zu Fritzi. Lern ich mal kennen. Fritz, wie ist es eigentlich, wenn man alt ist? Sag mal. Oh, wir müssen auch schon wieder hart zur Schule übrigens. Schnapp oder was? Ja, wird schon gehen. Da, Grundschule besuchen. Okay, aufessen wird er ja wohl noch dürfen, oder? So, aufgegessen hat er. Geht er jetzt zur Schule? Ja. Und weg ist er. Man muss Dobby eine Socke geben, ja? Der hat ganz viel Crushed Eis eingesaugt. Da kommt die professionelle Gärtnerin. Und gärtnert richtig hart ab. Nein, sie kann ruhig alleine losgehen. Jetzt können wir hier Gärtnertrine beim Gärtner zugucken. Kreative Differenzen. Endlich! Fritz hat seine eigene Idee für ein Spiel präsentiert und der Vorstand ist interessiert. Der Haken ist nur, dass dieser ein paar Änderungen am Konzept vornehmen möchte, die das Spiel total vermasseln würden. Fritz kann das Projekt weiter vorantreiben und hoffen, dass es doch nach seinen Vorstand gestalten kann oder sich an ein anderes Studio wenden. Das ist natürlich krass. In dem Alter noch das Studio wechseln oder das Ursprungskonzept beibehalten. Natürlich abgefahren. Bin aufgeregt. Was tun wir nur? Ich warte mal kurz darauf, dass der, ob der Chat was sagt. Studio wechseln, sagt Brett. Direkt wie aus der Pistole geschossen. Und Tori sagt nur Uiuiui. Tief hier vom Bödefeld. Servin möchte beibehalten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt brauche ich hier noch ein Zünglein am Hasen. Könnt ihr mal bitte an dem Hasen züngeln? Apropos am Hasen züngeln. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ich habe gerade Dirk Gently Holistic Detective Agency angefangen. Gibt's auf Netflix. Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Ist von Douglas Adams scheinbar auf einer Buchvorlage. Und hier Frodo spielt auch mit. Elijah Wood. Hallo, Borsat. Studio wechseln. Bleiben, bleiben. Wechseln, bleiben, bleiben. Oh, Absinthus, Grundstücks- und Umzugskosten. Danke, dass ich in der geilen Stadt wohnen kann. Dankeschön, Absinthus. Sehr, sehr cool. Hätte ich natürlich auch so gemacht, ne? Aber danke, sehr cool. Vielen Dank für die 5 Euro. Das ist der Anfang von mehr Upload. Absinthus hat jetzt den Grundstein gesetzt dafür, dass ihr einen noch geileren Stream kriegt. Ich muss später übrigens mal zusammenfassen, was ihr schon alles zusammen donated habt, die wilden Biester. Beibehalten, beibehalten. Okay, bleibt dran. Haben jetzt die meisten. Oh, stopp. Bei einem offiziellen Meeting präsentiert Fritz sein Konzept, ohne sich vorher mit dem Vorstand abzusprechen. Die anderen Führungskräfte spüren die negative Energie und canceln das Projekt, bevor es überhaupt eine Chance hatte. Kleine Leistungsverschlechterung. Oh nein! Oh nein!
Aber vielleicht habe ich jetzt auch dranbleiben und wechseln. Da bleiben, okay. Also vielleicht hast du Hallo gesagt und ich habe es überlesen. Das kann ja sehr gut. Frankenstein, können wir kurz darüber reden, warum du durch meine Nachbarschaft läufst? Hallo, Frankenstein? Rechnung in Höhe von 4000 Quatschmark? Das ist aber eine ganze Menge. Der arme Fritz, ey. Auf seine letzten Tage darf er kein eigenes Spiel machen, ey. Boah, Moni kommt aber hier auch echt überhaupt nicht gleich hin, ne? Völlig verwilderter Garten, ey. Und dennoch noch sind ja auch alles so skurrile Hybridpflanzen. Die hat doch echt richtig zu tun. Oh, ist der Kurz wieder da? Nee, doch nicht. Fühlt sich okay. Mache ich ja viel zu selten, ne? Also, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Gefrackel los? Dieses T-Shirt hat irgendwie grüne Tendenzen. Ich weiß nicht warum. What? So viel? Du geiles Pferd. Dankeschön. What? Blatt, du alte Rakete. 25 Euro für Aloy in supi wunderschön. Ich hoffe, du wolltest jetzt nicht den neuen Donation-Sound hören. Den muss ich sonst dann gleich einmal so abspielen, weil der ist von 20 bis 24,99. Die vollen Zahlen sind dann immer schon der nächste höhere. Aber vielen, 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 vielen Dank. 25 Euro, geiles Biest. Danke, danke, danke. Und natürlich Absinthus auch nochmal vielen, vielen Dank. Das war nicht Emil. Nein, nein. Das habe ich wahrscheinlich eben schlecht formuliert. Ich schuft. Aber warte mal, ich kann euch das. Ich spiele euch das mal so eben ein. Also das Geräusch, wenn er 1 Cent weniger gespendet hätte, wäre gewesen. Nee, das ist ja ganz falsch. Hier müsste es sein. Soll ich vielleicht mal Pause machen? Das wäre vielleicht schlauer, ne? Obwohl, die hängen ja eher nur noch rum. Vielen, vielen Dank, Blatt. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Was ist denn das? Was ist das? Was ist denn das? Was ist das? Wenn das nicht super ist. Also, vielen, vielen Dank, Blatt. Jetzt habe ich es ja extra nochmal zweimal abgespielt. Das ist der neue Donation-Sound zwischen 20 und 24,99. Dankeschön. Es wurde auf meinem Grundstein gebaut. Ja, ey, Absinthus, danke. Das ist immer total wichtig. Wenn einmal einer angefangen hat, ist das immer super. Habe ich das letztens schon erzählt? Das ist halt total abgefahren. Mutti, du bist nicht mal im Ansatz fertig, du alte Raketensuppen-Ausschenkerin. Was stimmt denn nicht mit dir? Guck mal, das ist immer noch alles total schimmelig. Was ist denn da los? Der ist sehr gut, der neue Sound. Ja, das hat Emil gesagt, als ich das Auto überschlagen habe. Ich musste so lachen, gestern beim PlayerUnknown's spielen. Er hatte einen miserablen Schultag. Oh. Er möchte im Schrank weinen. Okay, das machen wir mal. Der arme kleine Wenzel muss im Schrank weinen. Ah, oh, das kriegen wir schon hin. Danach machen wir noch ganz viel Sport. Nennt man das Gro. Wie geht's dem Kleinen? Hey, GPI, hi. Genau, da kommt das Reiher, ja. Raketensuppen-Ausschenkerin. Ja, sorry, dass ich so hart geflucht habe. Gruppenzwang oder Schwarmverhalten? Keine Ahnung. Also ich arbeite ja mit mehreren PsychologInnen zusammen. Ich habe so eine Agentur, die dann nur damit beschäftigt sind, wie ich euch das Geld aus der Tasche ziehen kann. Ich mache das hier ja tatsächlich nicht, weil es mir Spaß macht, sondern alles nur mit Kalkül. Hat er jetzt fertig geweint? Der Arme. GPI, du kommst gerade, da geht es ihm gerade nicht so gut, weil er hatte einen schlechten Schultag. Aber wir lassen ihn jetzt einfach mal in den Busch pieseln. Und dann macht er einfach mal ein bisschen Hausaufgaben, dann geht es ihm bestimmt bald besser. Ha! Da geht es ihm schon besser. Er ist auch glücklich. Easy. Easy. Guten Tag, wer bist du? Der Ragavan. Ragavan. Dobi ist die Psychologin. Ja, genau. Alle. Ey, du bist aber cool drauf, ey. Überhaupt keine Gnade, ob hier Nachbarn vorbeilaufen. Völlig egal. Bei dem Baum gestrüllt. Möchte jetzt machen, er möchte sich über das Problem beschweren. Oh, cool, das machen wir direkt beim Fremden. Ey, Fremder! Ach, shit. Stopp! Nein, damit hat man ihn automatisch jetzt reingebeten. Habe ich den fremden Muskelzap eingeladen? Stell dich mal fertig vor, Kollege. Guck, hat geklappt.
Er möchte tanzen? Nee, jetzt wird er sich auch gar nicht mehr beschweren. Okay, dann können wir auch Hausaufgaben machen. Ramda, ich habe überhaupt keine Zeit für dich. Tut mir leid. Dann geht er im Schrank rein. Was ist denn Holz? Der ist doch voll klein. Der ist doch noch Grundschüler. Jetzt möchte er im Schrank spielen. Guck, jetzt geht's ihm wieder gut, ey. Mit Notenprahlen. Kannst mal gucken, ey. Will einen Witz machen. So, ich war bei Nett, ne? Ich glaube, das ist das Problem. Bleib hier, du Wurstnase. Oh, ciao. Ciao, schön, dass du da warst. Achso, was ich eben erzählen wollte, die habe ich das schon mal erzählt. Ich glaube, die Nerdstars hat mal jemanden da. Sleth Oct heißt er, glaube ich. Da war ich aber nicht da. Der ist halt auch ein sehr, sehr erfolgreichen Stream. Ach, guck mal, da ist unser Brüderchen. Guten Tag. Der hat seinen, irgendwie weiß ich nicht, seinen Stream-Geburtstag gefeiert. Jetzt ist Johnny die Rakete auch schon wieder da. Und das ist total abgefahren. Er ist halt einfach noch tausendmal größer als ich. Und dann kam irgendwie so ein Donation-Sound. Der, will ihn kennenlernen. Wieso bin ich jetzt wieder bei lustig, ich Idioten? So, also ein Donation-Sound, der, ich habe ja mittlerweile schon ein paar verschiedene. Aber der hat halt noch viel mehr und dann meinte so, oh krass, ey, danke, danke, das war ja doch wieder der, weiß ich nicht, XY. Und da hat halt einfach jemand zum Geburtstag des Streams irgendwie 1000 Euro rausgehauen. Und das ist natürlich geil für den Streamer, das ist schon sehr cool. Aber wenn das die erste Donation ist, dann ist es halt total ätzend für alle anderen, weißt du, dann denkst du so, boah geil, ich würde ihm echt gerne einen Gefallen tun. Aber jetzt hier, weiß ich nicht, 20, 30 Euro raus, also voll viel. Und dann hat jemand 1000 rausgehauen, so. Und dann ist ja eigentlich egal, wie viel du raushaust, du denkst so, naja, das fand ich schon abgefahren, ey. Für Sachen gibt es. Ich möchte bitte noch eine Einhorngeschichte erzählen. Was ist es denn hier mit euch allen? Ich weiß, Franz war ein cooler Typ. Ich glaube sogar dein Vater. Ja. Was ist eigentlich mit einer Familiengruft im Garten für Franz und alle zukünftigen? Ja. Nilos, hat der was geklaut? Wer bist du denn? Hallo, kennen wir dich schon? Oh, du guckst aber grimmig. Nee, mit dir möchten wir nichts zu tun haben. Und so eine Fresse ziehst. Tausend ist halt ein Haus, aber ja, völlig verrückt ist das. Also, der hätte ja tatsächlich dem Streamer an sich, ja, also das wird euch Dobi als PsychologIn bestätigen, hätte dem Streamer tatsächlich einen größeren Gefallen getan, wenn er quasi immer mal wieder so 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro gespendet hätte und dann am Ende irgendwie noch den dicken Batzen. So. Aber es ist natürlich, wenn man schon 1000 Euro raushauen will, was ich schon verrückt finde. Also wenn jemand von euch das Bedürfnis hat, ist es okay, aber es muss nicht sein. Derp, blabnab. Wir müssen noch unsere Zusatzschulaufgaben machen, oder? Ja. Lege, war cool mit dir, aber ich muss echt noch was tun. Ne? Ich muss halt hier echt noch Schweres wegarbeiten. Aber Fritz sieht langsam ein bisschen aus wie der Tod, ey. Tote Fritz, der tote Fritz. Hatte die gerade einen. Wow! Mutti ist befördert worden, befördert zur Serumsequenzerin. Verdient jetzt 9 Quatschmark mehr. Und sie hat das Chemielabor geschenkt bekommen. Sie ist immer noch nicht so weit wie ihr verstorbener Mann, aber das kommt schon noch. Davin hebt sich die 1000 für Andi auf. Okay. Das ist nett. Ich würde widerstrebend annehmen, ja genau. Widerstrebend, ja, immer wieder. Nee, ich würde aber schon, also wenn ich denjenigen nicht kenne, also wenn hier jemand auftaucht und haut auf einmal 1000 Euro raus, wäre ich aber schon sehr, sehr skeptisch. Beziehungsweise ich würde dann auch, das habe ich damals bei dem, ach, jetzt weiß ich, wie ich drauf gekommen bin. Ich wollte ja noch kurz zusammenfassen, was wir alles schon so zusammen donated haben. Aber ich habe ja damals, als ich das erste Mal relativ viel Kohle gekriegt habe, Marco näher kennenlernen. Ist das Marco? Da habe ich ja auch den beiden. Das war Xili damals und er ist danach auch nie wieder aufgetaucht, witzigerweise. Lizzy steht unterm Stream.
Ich will ihn. Hier, wir reden mal über Interessen. Fragen wir nach dem Tag. Wenn er schon gespendet hat, müssen wir das ja auch mal. Spenderinos, Spenderinos. Wizzy. Ja, W-H-I-S-I-Y. Der war mal an dem einen Abend dabei und hat total viel Kohle rausgehauen. Und da habe ich ja meine neue Grafikkarte damals herbekommen. Und da habe ich auch beide extra noch angeschrieben und habe ihnen gesagt, ey, wenn das irgendwie im Eifer des Gefechts war oder so. Dann kann ich euch die Kohle natürlich auch zurückerstatten. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie, dass jemand hier Kohle raushaut, die ihr vielleicht gar nicht hatte oder in dem Moment gar nicht ausgeben wollte. Kennenlernen aus der Kategorie freundlich. Ach, wir müssen eigentlich hier auch nochmal abhängen. Klingt Franz etwas heiser? Vielleicht habe ich eine etwas belegte Stimme, aber eigentlich bin ich nicht so heiser. Immer was zu kritisieren. Nein, das heißt, ich glaube, das war einfach nur eine neutrale Frage, ob das seine Handyboxen sind. Ne? Unsere Wohnung ist so schön eingerichtet, dass die Sims sich dann mega wohl. Wie geht's dem kleinen Dude denn? Er hat Hunger. Ja, guck mal, dafür haben wir doch Eis in der Tasche. Oh, das ist leider schon sehr verdorben. Sammy geht davon aus, dass es einer von Monas Mates war und die beiden sich ein abgesprochenes Donation Battle abgezogen haben. Die wollte das mit mir bei Andi machen. Ja, die springt ja, wandert ja durch die Gegend. Wird das Dach am Whirlpool eigentlich nicht mehr genutzt? Doch, aber der Whirlpool ist ja eher was für die erwachsenen Dudes. Kurz hat er ja nicht so viel mit zu schaffen. Wir schicken erstmal den haben wir denn neu kennengelernt, den kleinen Brillenboy. Da, Fabian. Der kriegt gleich erstmal eine Nachricht. Der Whirlpool war nur fürs Schnackseln, genau. Ja, wir haben den nicht wieder sauber gekriegt. Ja, gute Nacht, Joghurt gibt's noch. Man möchte noch ein bisschen im Schrank spielen. Mal Mutti noch ärgern. Er will auch noch Witz erzählen. Handyboxen, Kopfhörer. Es gibt nichts Schlimmeres als laut mit dem Handy zu hören. Habe ich Handyboxen? Oh shit, wo ist mein Stream hin? Ja, ich sorry, ich hab gerade mega den. Jetzt sind wir wieder da. Ah, mein Stream-Output schwankt gerade total. Sorry. Liegt an mir, also an meiner Leitung. Boah, nächste. Steph Sergeant, hi. Sorry, dass es ruckelt. Das kommt von der Leitung hier. Keine Ahnung, was da abgeht. Ja. Am PC ist es nicht. Irgendwas im Netzwerk rastet aus oder halt die Unity-Media-Leitung rastet gerade ein bisschen kaputt. Jetzt kommt aber gerade wieder, schwankt halt, aber es geht. Das ist die Unity-Media-Business-Verbindung, ja, die haben wir ja noch gar nicht. Aber da hätte ich dann jetzt direkt den Draht, dann würde ich direkt da anrufen und sagen, hier, gute Frau, guter Mann, wer auch immer du bist, schwing deinen Arsch an die Reparaturzentrale. Unity-Media hat ja bestimmt eine Reparaturzentrale, jetzt sollte es wieder gehen. Also wenn ihr das jetzt hört, sollte es wieder gehen. Bist du nach dem Stream im Discord? Eigentlich war das nicht der Plan. Meistens gehe ich nach dem Stream irgendwie pennen. Wieso? Worum geht's denn? Sonst kannst du mir einfach schreiben. Das ist für mich immer einfacher. Der Matrix-Stream. Jetzt müsste es wieder gehen, oder? Mal eine kurze Schwankung. Ihr hört das denn ja gar nicht, weil es zurückhält. So, wir haben fertig gespielt. Muss er leider eigentlich erstmal pennen. Gleich aufgekratzt, ey. Mutti, ist auch geil. Er Licht an, er spielt wie ein Bekloppter im Schrank. Mutti pennt. Überhaupt gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. So, ja, wo jetzt hier gerade mal wieder so viele Leute da sind. Also so, ich denke mal so ab 10 spiele ich auf jeden Fall noch ein paar Ründchen PlayerUnknown's Battlegrounds. Jetzt rollt Mutti doch auch einfach durch. Jetzt geht alles. Ja, der hat sich, hat sich einmal verschluckt. Keine Ahnung.
Level 5 der Kochfähigkeit. Ja, ach so, sie steht draußen am Grill. Aha. Ach, das. Warum denn immer hier, du blöde Kuh, ey? Ja. Yeah. Nee, nein. Hier, nimm dir eine Portion und dann leg's bitte weg. Der arme Junge, ey. Weißt du? Was soll der denn denken? Man kann er sich gleich mal hin. Ja, ist der. Nee, Grillhähnchen wollen wir nicht. Dann muss ich selber essen. Kriegt er einen leckeren Jo. Ah, wenn das Bild ruckelt, bleibt der Ton flüssig. Okay, dann geht bei mir halt noch ein bisschen raus, so es reicht nicht fürs Bild. Wie gesagt, sorry, das ist dann. Was flirten die sich denn da an? Sie denkt halt an den Schergen, ja, das stimmt. Wenn man was will, soll man die einfach schreiben. Habe ich das richtig verstanden? Ich will eine Freundin. Okay. Ja, eine besondere Vorstellung. Wird ja ab und zu Frauen im Chat vielleicht. Kann ich dann als Partner, als Kuppler dienen. Ist auch immer eine meiner besonderen Eigenschaften, wenn ich Bier trinke. Irgendwann komme ich immer in Kuppellaune und bin immer der Meinung, ich müsste alle Leute verkuppeln. Oder vorstellen, so, komme ich immer in den Wingman-Modus. Das Licht steht auf automatisch, doch. Dann stehen alle Lichter auf. Alle Lichter sind, ja, alle sind automatisch. Ihr habt wieder Daumenkino, was ist es denn? Oh, krass. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Also mein PC ist es nicht, es ist entweder Unity Media oder was im Netzwerk bei uns. Das ist hoffentlich nächste Woche vorbei. Okay, gerade mal was hier. Wohl. Okay. Ich hab das Gefühl, na, irgendwer saugt sich dazwischen durch Bandbreite weg. Komisch. Kinderzimmer müsste eigentlich auch automatisches Licht sein. Alle Lichter sind auf automatisch, ja. Wo ist denn der Kurze? Ach, der duscht. Jetzt ist auch wieder grün, ne? Er wird verkuppelt. Dobi! Ich bin gerade ein größeres Bett als Freelancer. Ja, das ist ein Job, ja. Da muss er jetzt schnell noch ein paar Cerealien essen. Kocht ja keiner für ihn, ey. Martin hat in letzter Zeit ähnliche Störungen. Könnte auch an Twitch liegen. Ja, weiß ich nicht. OBS sagt halt, es kriegt nicht genug Daten raus. Also das ist, jetzt ist alles wieder gut. Komisch. Aus Dobis Nähe, okay. Emil klaut Bandbreite, der ist gar nicht mehr da, der hat sich eben verabschiedet. Weiß ich nicht, vielleicht mein anderer Mitbewohner ist jetzt Witz mit Pipi Angst aufs Klo gegangen. Twitch Partner, aber sowas gibt's da bestimmt schon, ja, wahrscheinlich. Was ist jetzt passiert? Was ist hier passiert? Du kannst mal schön alleine gehen. Dann geht das hier nämlich auch viel schneller. Oh, wir müssen Rechnungen bezahlen, fällt mir gerade ein. Jetzt geht das hier richtig ins Vorne. Oh, Big Sister is watching you. Es ist nicht einfach, gute Noten zu erhalten und Frenzel fühlt sich unter Druck. Und es ist auch nicht gerade förderlich, dass ein Mädchen, das neben ihm sitzt, mit ihren hübschen, unschuldigen Augen zu ihm rüberstarrt. Will das Mädchen von ihm abschreiben oder will es einfach nur freundlich sein? Was tun? Mädchen beschuldigen oder anderswo hinsetzen? Hä? Wessen Sohn ist denn das? Vielleicht mal mit Rehaugen zurückgucken und auf ein Eis einladen? Wo ist die Option? Rehaugen. Ist Steffi selber am Stream? Nee, die ist auch nicht da. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Ja, dann anderswo hinsetzen. Also ist beides doof. Aber ich würde an. Ist auf, das Mädchen beschuldigen ist ja überhaupt keine Option. Die will ja nur flirten. Das ist ja völlig okay. Also ich will das jetzt auch schon mal ausgleichen. Kommen ja bestimmt eure Antworten im Chat. Aber leg sie flach! Beschuldigen! Was? Warum sollen sie denn beschuldigen? Dann wäre voll der. Also beschuldigen ist ja voll der Streber-Move. Aber nicht. Voll das Sozialstigma. Niemand ist zu Hause. Einsamer Franz ist ganz einsam. In dem Alter sind Mädchen doof. Okay, dann setz uns woanders. Habe ich jetzt beschlossen. Frenzel nimmt ganz hinten Platz, wohin sich das Mädchen niemals setzen würde. Zu weit weg von der Tafel.
Jetzt wollen all die coolen Kinder, die hinten sitzen, von Frenzel abschreiben. Oh no! Das ist doch cool. Na, jetzt richtig Kontakt zu den coolen Dudes. Können wir anfangen zu rauchen und so. Aha. Oh, wir müssen dringend unsere Rechnung bezahlen. Gibt es Mega von Egger. Ja, Franz und den Klassenkameraden Mike zu sich einladen, klar. Mike kommt vorbei. Der Kurze kann leider keine Rechnung bezahlen. Anscheinend hat Franz Probleme in Mathematik. Er kommt nicht über die 1 hinaus. Glückwunsch. Ah, cool. Er ist jetzt ein 1er-Schüler. Ein cooler Dude, ey. Hier, isst erstmal einen Snack. Dann gleich wer kommt. Boah, wenn der erstmal selber kochen kann. Ich hoffe, Teenager können selber kochen. Ach, guck mal, da ist er, der kleine Dude. Hallo! Hier kriegst du erstmal einen Hüftstoß. Mate. Ob du Hüftstoßen würdest? Yeah. Das war doch kein Hüftstoß, das war doch nur Umarmung. Jetzt war der Hüftstoß am Start. Okay. So, wir wollen erstmal hier von Interessen schwärmen. Die YouTube-Folge dauert jetzt 25 Minuten. Wäre mal fast pünktlich, sagst du, Rexus. Oh, danke schön. 2.10 bis 2.37. Ja, ach. Ja, Kann aber erstmal hier noch den Boys schreiben. Hey, in dem Moment, wo ich mein Handy aus der Tasche hole, kriege ich eine WhatsApp-Nachricht. Was ist das denn? Das ist das. Ach so. So, sorry, ich kläre nur gerade das hier wegen. Ach, guck mal, der Reiber ist zu Besuch. Hallo, Reiber! Na? Komm doch rein. Hüftstoß macht schwul. Okay, dann sei es so. Lädt er fleißig Kinder nach der Schule an? Ja, da ist er gerade dabei. Schnipp, schnapp, dirk, dirk. Ja, wir machen das hier mal alles leer. Er muss doch überhaupt nicht aufs Klo. Warum will er denn dann schon wieder in einen Busch bestäuben? Tori wollte auch mal einen dummen Spruch raushauen. Das ist völlig okay. Ich hab's jetzt nicht als negativ angesehen. Macht ihr den Grill sauber? Danke, Reiber. Guter Move auf jeden Fall. Wir wollen hier noch eine energieladene SMS vielleicht an den Tod schicken. Warum geht es nicht? Ach, eine glückliche SMS müssen wir jetzt schicken. Warum will der Tod nicht mehr unser Freund sein? Dann schicken wir das im Blatt. Ja. Jetzt müssen die Zuschauer schon Franz Haus sauber machen. Ja, irgendwie der Grill war schmutzig, ey. Finde ich auch gut. Sims kommen zu Besuch und machen dabei einem sauber. Ja, voll gut, ey. So, wir müssen Hausaufgaben machen und aber eigentlich auch noch ein bisschen Sport. Ich will ja die nächste. Nee, wir können nicht um die Häuser ziehen. Der muss sich ja viel bewegen, der Junge, sonst wird der rastet der ja. Aber wir können das ja kombinieren. Können wir hier. Ja, wir machen hier jetzt noch Liegestütz. Am Schwimmen. Ideal. Ah, jetzt muss ich mir ganz kurz Mutti sagen. Was ist jetzt los? Oh oh. Was ist los? Mutti hat irgendein Problem? Oh oh. Oh oh. Komm schnell her, Frenzel! Fritz stirbt! Unser Fritz stirbt! Oh nein! Fritz! Halt dich fest! Wo ist der Junge? Jetzt kommen alle gleichzeitig an. Der Kurze soll sich das mal ruhig angucken. Oh,
Oje, oje, oje. Oh, er findet es witzig, okay. Jetzt doch nicht mehr. Der arme Fritz, jetzt hat er es hinter sich. Oh, alle sind traurig im Chat. Ja, es tut mir auch leid. Da kommt unser Kumpel. Ach, Fritz, ey, jetzt ist auch schon jetzt langsam. Halt, stopp. Ich möchte erstmal kurz um Fritz Leben bitten. Ey, Tod. Kann er noch ein bisschen? Hier ist nämlich auch noch mein... Hier ist nämlich noch mein Kumpel, der Mike. Der findet das... Also, der ist das erste Mal zu besuchen. Jetzt ist halt direkt jemand gestorben. Wow! Okay, hat nicht gereicht, das Flame. Was hat der denn für eine spacige Urne? Jetzt rede ich ein bisschen über das Lieblingstier. Gib mir mal Rat, ich bin sehr traurig. Tod. Dann erzähle ich dir eine unglaubliche Geschichte. Dann mache ich einen Bananenwitz. Ich bin sehr sprunghaft. Der arme Fritz, niemand hat sich um seine Geburtstag gekümmert und jetzt musste er auch noch alleine sterben. Was? Wir waren doch alle am Start. Wir waren alle am Start. So, die Urne kommt hier zu unserer Urnensammlung. So. Jetzt können da alle aburnen. Das ist schrecklicher, ist es doch auch. Ja, wir quatschen doch ein bisschen mit dem Tod, okay? Der kann ja nichts dafür. Über Stimmung lustig machen. Das möchte ich. Hoho. Ey, Tod, kannst du mal das Monster an deinem Bett einsprühen? Nee, wir müssen den Jungen halt ablenken, ne? Der soll sich ja nicht, Dag-Dag! So, Mutti geht erstmal essen, ey. Erzählst du dem Christian eigentlich, was so mit seinem Avatar passiert? Ja, manchmal. Nur momentan hat er halt so viel zu tun. Der Keller ist jetzt, ja, das stimmt. Da kann Franz wohnen, wenn er älter wird. Frenzel. Da kann er jemanden hinsperren. Er kann da die Spinnherrin hinsperren. Hey, willst du abhängen, Tod? Mhm, Franz muss den armen Fritz beerdigen, das wird teuer. Die Fahrt nach München, Polizei bestechen, Auftragsmörder. Achso, halt, es geht ja um den Fritz. Egal, Franz braucht das 1000 Geld. Dankeschön, Domi. Mann, ey, du wirst halt auch gefühlt immer besser. Oh, jetzt ist er weg. Schicken, das ist mir ein trauriger SMS. An Reiber, der war schließlich dabei. Franz geht zu Fritz. Ey, du bist tot. Weil die YouTube-Folge ist jetzt auf jeden Fall schon ganz schön lang. Aber noch eine lohnt sich eigentlich nicht. Spiel mit dem Tod an der Konsole oder spiel mir das Lied vom Tod. Zu spät. Nee, der wollte, der hatte Termine. Wollte nimmer. Ja, dann gehen wir pennen. Hält jetzt wahrscheinlich 2 Tage, muss er trauern, ey. Aber Zeuge des Ablebens eines geliebten Sims, welche ich ihn netterweise noch reingeholt habe, ey. Eieieiei. Hallo, Awkward Name. Pim Kinuas. Ich denke mal, es heißt Moin Kinas. Wow, jetzt ist er schon wach. Ach, krass. Hier, räum das mal auf. Jetzt lecker Cerealien. Der Junge kriegt ja nie was Warmes. Wenn Mutti aufsteht, kann die endlich mal was Gescheites kochen, ey. Das stimmt ja nicht. Hier, armer Ritter. Oder Spaghetti. Schön mal familiengröße Spaghetti. Und dann noch familiengröße armer Ritter. Der Tod ist eine Frau? Ist es so? Der Kurze will sich ausheulen und der will schon wieder ein Bäumchen bestäuben. Weißt du, wann du die nächste Sims-Session machst? Wäre mein tolles Haus in der geilsten Stadt sein. Ich würde auf nächste Woche tippen.
Diese Woche ist quasi schon verplant. Also der Streamplan müsste unterm Stream stehen. Oder im, vielleicht habe ich in dem Discord gepostet. Oh, das habe ich vergessen. Ups. Und im Pausebildschirm, aber den sieht man ja so selten, weil ich so viel, weil ich ja so viele Leute hoste. Auf jeden Fall, morgens nischt, der muss ich arbeiten. Also auch bis sehr spät. Zug fährt los, GPI, bis später. Was ist doof, wenn du dann wiederkommst, ist leider dann gerade Player Knowns. Aber besser als nichts, ne? Dann werde ich dich im Rostock-Urlaub gucken, sehr gut. Uke Grau folgt mir jetzt. Ist das Uke? Uke von den Rocket Beans? Also, der macht da noch ganz viele andere Sachen, aber ich kenne ihn auch von der Rocket Bean. Langsam verwirrt der Chat mich auch. So, lecker Spaghetti. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Und der arme Kerl muss auch noch ganz traurig. Er muss traurig in die Schule. Oh, der hat noch nicht geduscht. Essen abbrechen und duschen. Dude. Schneller. So, reicht, duschen, abbrechen. Und in die Schule. Ab in die Schule. Tut mir leid, dass du so traurig bist, aber du musst trotzdem in die Schule. Ah. Das weiß ich doch, TPI, dass dir das schon auf den Keks geht. Nein, die geht alleine. Mike möchte die Schule sausen lassen und uns amüsieren. Ach, können wir nicht, wir sind Einserschüler. Sorry. Sorry. Wo ist Mutti? Die hat jetzt nicht... Ach, hier fehlt jetzt Fritz. Oh nein. Wer kümmert sich denn jetzt um den Haushalt, Reno? Erschrecklich. Schrecklich. Das ist jetzt voll die Mega-Folge. Das ist auch schon wieder Mist hier. Das vielleicht anders machen. Geht das wohl? Eingehende SMS von dem toten Vater. Ich habe gehört, dass jemand, der dir sehr am Herzen lag, aus deinem Leben geschieden ist. Mein herzliches Beileid. Dude, du bist selber tot. Der Tod von Fritz war so tragisch. Da musstest du beistehen. Das ist sehr nett, Uke. Der Tod ist ein Großvater und seine Enkelin heißt Susan. Kennst dich aber auch echt aus in Simlingen. Simlingen. Der arme Kerl ist so traurig. Können wir spielen ein bisschen PlayStation, da wo dein Vater gestorben ist? Nee, ach nee, das war dein Onkel. Dein Bruder. Das war dein Bruder, dein Halbbruder. Verdammt. Du spielst Fluch des Flaschengeists. Das klingt gut. Oh, Scheit, aber vorher legst du das bitte weg. So, spielen ein bisschen Fluch des Flaschengeistes. Guck mal, das bringt einen ins Vorne. Bringt uns das Motorik? Geil, wir haben das Bestreben erfüllt. Wir sind jetzt mega der Frechdachs. Frechdachs Franz. Oh, jetzt können wir nur das Bestreben wählen. Nee, oh. Ach krass, hat er das durch? Okay, sozial, mental oder kreativ? Nee, dann machen wir sozial, das kann er doch auch, oder? Also das hat er durch, ne? Ja. Ja, cool. Krasch, krasch! Krasch, krasch! Der Soziale ist doch auch total fit, der Kurze. Naja, der kommt aber schon ganz gut hier durch den Tag, ne? Oh, krass! Oh, wir altern. Wir altern bald. Bald an alt. Wer ist eigentlich mit M und O gemeint? Marcel und Olli. Ich musste es abkürzen, weil bei YouTube nicht mehr Text war. So, er hat mega Hunger. Oh, guck mal, hier sind doch noch die Spaghetti von vorher. Das ist doch super. Mmh, die sind lecker. Mmh, leckere Spaghetti.
Die Folge ist jetzt fehlen. Wir machen 45-Minuten-Folge. Okay, wir machen noch so bis 10 vor. Und dann guck ich mal. Du hast Logik als Polizist. Da wäre Mentalpusche nicht so schlecht. Ach so. Ja, können wir das noch ändern? Ah, doch, hier. Wir wechseln auf Mental. Wir sollen 3 Schachspiele spielen, 2 Stunden mit einem Erwachsenen lesen. Okay. Absinthus, du musst deinen Großen ins Bett bringen, selbst auch pennen wegen Frühschicht. Dir und allen Chatmenschen viel Spaß. Ey, schön, dass du da warst, Absinthus. Vielen, vielen Dank für den Donation-Schubser. Sehr cool. Und ja, jetzt wohnst du ja auch hier in der Welt. Dann wieder. Gleich. Meine eigene Verabschiedung vergessen. Moody ist nach Hause gekommen, hat Cash mitgebracht. Das ist schon mal was. Auf YouTube musst du die Folgen noch freischalten. Welche meinst du? Ich habe heute total viel gemacht. Das ist jetzt alles automatisiert und sollte jetzt abgehen. Oder meinst du die von Aloy? Die mache ich hoffentlich morgen. Ich habe heute ganz viel Player Announce gemacht und Sims. Oh, ich muss morgen beim Pulmologen sein. Habe ich dir schon mal gefragt, was der macht? Lunge? Macht der Lunge? Weißt du auch. Hat überlegt, was ein Pulmologe macht. So, kleiner Dude, lauf mal schnell aufs Klo. In den Spiegel sollst du anspiegeln, du Spiegelnase. So. Lunge! Ha! Pneumonie ist Lungenentzündung, oder? Die ist meistens irgendwas mit der Lunge. Du bist schon wieder eine traurige SMS. Wieder ein Reiber, der kriegt jetzt ganz viele traurige SMS von uns. Oh, Fratzenkartoffeln! Ich hab die Hausaufgaben vergessen. Okay, genug Zuspruch. Du musst dringend deine Hausaufgaben machen. So, du bist bestimmt. Ey, wieso hast du denn schon wieder so. Achso, du hast noch. Die Hausaufgaben sind fertig, dann müssen wir jetzt schnell noch die Zusatzaufgaben machen, weil wir sind halt mega der Streber-Dude. Ohne die geht's natürlich. Mutti, räum das mal weg. Das ist doch ekel. Kann man immer noch 3 kühle Kinder organisieren? Tja, das ist die Frage, ob das heute noch was wird. 4, ach ja, stimmt, das ist 1. Guck mal, da ist Franz wieder. Hallo! Ich glaube, wir sind jetzt bei 13.31. Hier, 13.34. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Manchmal kommt Twitch da nicht hinterher. Also Twitch macht das manchmal auch so sammelbestellungsmäßig, habe ich das Gefühl. Oh, der arme kleine Dude ist schon so spät. Er quält sich hier durch seine Zusatzaufgaben. Jetzt hat er es geschafft. Ab ins Bett. War gerade noch geschafft. So, jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal YouTube Break. Eine Pause. Liebe Kinder, macht es euch schön. Es war mir ein innerlich Blumenpflücken. Sims ist einfach ein schönes Spiel. Wir haben jetzt heute tatsächlich nur Kind gespielt, ne? Oje, oje. Der Tod.